Und sofort wieder öffnen. Hoch, hochnehmen die Arme. Arme hoch, lassen fliegen. Schau nach oben, ob alles offen ist. Okay, Schirm stabilisieren, leicht auf die Bremse gehen. Und das gleiche nochmal. Und los geht's. Bumm. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Und lassen fliegen. Okay. Ja. Also gut. Nee, das war zu zaghaft. Und bumm. Noch mehr. Was dir möglich ist. Und bumm. Und bumm. Und noch mehr. Zack. Maximal. Und los geht's. So, Außenseite ganz hoch. Innenseite, leg dich auf die Innenseite. Leg dich auf die Innenseite. Leg dich auf die Innenseite, jetzt links steuern und den Klapper wieder öffnen, weniger links und hier rüber fliegen, auf die andere Seeseite. Ja, also du musst von Anfang an dann das Gewicht nach innen bringen, dann dreht er auch weg. Er ist willig, dass er wegdreht, halte dich ein bisschen mehr links. Mehr links jetzt, jetzt bist du nicht mehr so hoch, gut, Arm hoch. Und dann dreht er auch weg. Okay, probieren wir nochmal. Nochmal einklappen, Außenseite offen, Gewicht nach innen. Und los geht's. Leg dich nach innen, gleich nach innen, Außenseite offen. Jetzt links steuern. Mehr links. Weniger links. Schau nach vorne, schau nach vorne. Und dann ist der Klapper schon offen. Okay, gut. Tief durchatmen wieder. Und dann machen wir das gleiche noch einmal, weil es so schön war. Gut, Köpfe nach innen, Außenseite hoch. Jetzt abfangen, Steuer links. Okay, das ist aufgeschnallt. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch, 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 hoch. Jetzt abfangen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen. Oder machen wir mal einen Frontklapper zwischendurch. Genau. Da sind die Bremsen lang am Steg in der Hand, ziehst alles runter an A, was du findest und sofort die Hände wieder hochnehmen und los geht's. Und bumm, Arme hoch, leicht anbremsen, wieder hoch die Arme. Ja, geht leicht verzögert auf. Und dann fliegst Richtung Landeplatz. Fliegst dann mal die Ohren. Bah, une fois de dos parce que putain, c'est chaud là avec les pointes et les appuis. C'est ça le cinéma, c'est tout une mise en scène. Arme, also die Bremsen hast lang am Steg in der Hand. Aufrechte Sitzposition, schaust nach oben, suchst die B-Gotte, die richtigen B-Gotte, greifst sie oberhalb genau. Weniger, 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 weniger und gehen lassen. Ja? Okay, ja, das ist ein T-Schirm. Da geht es nicht mehr ganz so einfach wie mit einem normalen Schirm. Okay, machen wir das gleiche nochmal, aber so, dass ich von der Seite habe. Okay, gut. Also, nicht so kraftvoll, ein bisschen mit weniger Energie das Ganze runterziehen und schau dabei nach oben. Und los geht's. Bleib so. Bleib so, bleib so. Weniger, 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 weniger und gehen lassen. Ja? Du ziehst zu viel.
Machen wir noch einen. Segel wieder querstellen, dass ich dich besser sehe. Okay, und los geht's. Weniger dran ziehen. Und los geht's. Weniger, weniger, weniger. Das ist zu wenig. Okay, du fliegst Richtung Landeplatz. Der Landeplatz ist links von dir. Hüfte rein, Steuerleine hernehmen. Schaust nach oben, vorsichtig runterziehen und los geht's. Halten, weniger, bleib so, genau so, genau so. Jetzt ist er wunderbar und zügig hochnehmen, batsch und fliegen lassen. Ja? Also bei dem gibt es einen Punkt, du hast nicht so einen großen grünen Bereich, aber da funktioniert es. Den musst halt wirklich finden, den Punkt dann halten, nicht mehr durchziehen, dann bleibt er da stabil. Gut, Uwe. Landung selbstständig, wahrscheinlich musst du noch einen Vollkreis machen.